Guten Abend, liebe Zuschauer. Wir haben uns heute hier vor der Kapelle in St. Martin versammelt, um einem Teammitglied unserer Filmgruppe zu gedenken. Es handelt sich nicht um irgendein Teammitglied, nein, es handelt sich um ein Mitglied der ersten Stunde. Er war immer dabei, egal ob Vorbereitungen oder Nachbesprechungen zu den Shows, egal ob wir gedreht haben, vor oder hinter der Kamera. Er war immer dabei, eine gute Seele unserer Filmgruppe. Es handelt sich um unseren Studiohund, der am gestrigen Dienstag, 30. April 2013, leider verstorben ist, von uns gegangen ist. Bali wurde im Jahr 2000, der Tag ist nicht genau bekannt, in der spanischen Hauptstadt Madrid geboren. Er wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf, lebte in einem alten, vergammelten, verdreckten Hinterhof. Nur wenige Freigänge hatte er durch die Straßen der Hauptstadt Madrid. Auf einen dieser Freigänge zog er sich eine Verletzung am linken Auge zu, die er bis zu seinem Tode behielt. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Einige Tierschützer holten ihn nach Deutschland. Dort wurde die Verletzung am Auge erstmal behandelt. Sie wurde zugenäht, sodass es immer so aussah, als wenn er auf dem einen Auge schlief. Jedoch, er hatte ja noch sein anderes, mit dem er gut durch die Weltgeschichte spazierte. Bali wurde dann in das Tierheim nach Forch gebracht, wo dann meine Familie ihn im Jahr 2001 nach Hüttenbach holte. Faith was strong, but you needed proof. Saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne, she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. 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 Dort sollte er eine neue Heimat erhalten und er lebte sich hervorragend hier in der Gegend ein, war bekannt in Hüttenbach als Straßenköter Nummer 1 und ihm gefiel es hier in der Gegend richtig gut, war häufig am Bach unterwegs, spazierte mit mir durch die Wälder. Ich konnte ihm alles anvertrauen, er kannte meine größten Geheimnisse und ich war immer gern bei ihm. In den ersten Jahren hier in Hüttenbach lief er häufig davon, doch das änderte sich mit der Zeit. Bali wurde langsam älter und erfahrener und damit auch ruhiger, war nicht mehr so wild. Er liebte jedes Mal den Winter hier in Franken, den kannte er nicht aus Spanien, trotzdem er freute sich immer sehr über den Schnee. Wir sehen hier Ausschnitte, wie er sich im Schnee wälzt, also da fühlte er sich immer pudelwohl. Es war eine Freude, ihm zuzusehen in der weißen Winterpracht. Er begleitete uns überall mit hin, egal ob im Urlaub oder auf Fahrradtouren, da lief er dann eben neben dem Rad her. Gerade deshalb ist er uns sehr ans Herz gewachsen die letzten Jahre. Nach der Eröffnung des HDF-Fernsehens hier in Hüttenbach bekam er eine feste Stelle im Sender. Er war Studiohund, hatte Auftritte im verrückten Adventskalender und auch im HDF Iglo, also vor allem in den Wintershows, wo er häufig die Programmleitung übernahm und auch die Finanzen später verwaltete. Ich erinnere mich an gemeinsame Ausflüge hier in der Gegend in der Natur, Spaziergänge und Radtouren zu unserem Badesee nach Großbellhofen, wo er dann immer gleich in den Weiher sprang. Bali war ein guter Schwimmer, das kann man so festhalten. Im Laufe der Zeit wurde er allerdings langsamer. Man merkte, das Laufen fiel ihm schwer. Im Jahre 2012 konnte er nicht mehr so weit gehen, also nur noch hier in der Gegend. Er blieb dann meistens zu Hause, war nur noch 2 Kilometer statt den üblichen 6 Kilometer pro Tag unterwegs. Und da hat man eben gemerkt, wie er langsam alt geworden ist. In den letzten Wochen wollte Bali nichts mehr essen und später dann leider auch nichts mehr trinken. Am Dienstag, 30. April 2013, ist er friedlich im Kreise der Familie, in der Senderfamilie eingeschlafen. Wir werden ihm immer ein gutes Andenken bewahren. Bali, du bleibst in unserem Herzen, warst für mich ein sehr guter Freund, Kollege und vor allem auch mein Bruder. Mach's gut. Halleluja, Halleluja, Halleluja. I've walked this floor.
I used to live alone before.